Damit möchte ich euch gern begrüßen bei der Easter Hack 21 in Regensburg, auch bekannt unter Easter Hack 2024. Damit werden wir auf dem Event wahrscheinlich noch sehr viel Spaß haben. Hatten wir bisher auch schon in der Organisation. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich begrüße euch im Namen des Hackspaces Binary Kitchen, die Schuld daran ist, dass wir uns über Ostern in Regensburg dieses Jahr treffen, zu diesem sehr traditionellen Chaos-Event. Ich hoffe, egal von wo auch immer ihr gekommen seid, dass ihr eine sehr gute Anreise hattet in diese wunderschöne Stadt. Regensburg ist, glaube ich, den meisten eher dafür bekannt, dass es unter anderem UNESCO-Weltkulturerbe ist. Die Altstadt ist sehr schön. Es liegt direkt an der Donau. Wir haben tatsächlich den nördlichsten Punkt der Donau hier. Wir befinden uns südlich vom Weißwurst-Äquator. Vielleicht schafft es ja der ein oder die andere die Tage mal zu einem Weißwurst-Frühstück in eines der Lokale hier in der Stadt. Was viele aber nicht, was nicht so ganz bekannt ist, ist, dass hier im Süden auch die Universität und die Hochschule sich befinden. Regensburg ist auch eine Universitätsstadt. Und durchaus auch sozusagen im technologischen Sektor relativ gut aufgestellt. Und wir haben die große Ehre, jetzt die nächsten Tage hier an dieser Location das Chaos ein bisschen zu verbreiten. Und wo wir uns hier eigentlich ganz genau befinden und warum das vielleicht ganz gut zum Charakter des Events passt, da haben wir die richtige Person da, die uns da gleich was zu erzählen wird, und zwar den Vizepräsidenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule, den Herrn Christoph Skornia, der jetzt mal ein bisschen was zu dieser Hochschule uns erzählen wird und dazu, was er hier sonst noch tagtäglich macht. Genau, vielen Dank. Ja, ein traumhafter Anblick. Ich habe ja hier in diesem Raum schon die eine oder andere Veranstaltung auch als Vorlesung gehalten, aber so voll war es noch nie. Und so viel Begeisterung war noch nie, und ich bin auch begeistert, dass Sie alle hier sind. Da muss ich am Anfang, deswegen habe ich das Tablet dabei, direkt was vorlesen. Ich habe nämlich gestern eine Mail bekommen. Also ist kein Witz, lese ich jetzt original vor. Jetzt Mikrofon. Jetzt versteht man hinten auch was. Genau, also wer es geschickt hat, lesen natürlich nicht vor. Selbstverständlich, aber also betreff es Chaos Computer Club über Ostern im K-Gebäude. Ja. Sehr geehrter Herr Dr. Skornia, ich wende mich an den IT-Sicherheitsbeauftragten, um zu erfahren, ob Sie wussten, dass der Chaos Computer Club sein Ostermeeting hier im K-Gebäude abhält. Nach ein paar weiteren Einlassungen endet die E-Mail mit: Hat man überhaupt bedacht, wen man sich da ins Haus holt? Das ist. Das ist tatsächlich die Kernfrage, wenn ich hier so in die Runde blicke, wen wir uns da ins Haus geholt haben. Aber. Das war der Sohn von Franz Josef. Das war das. Oh, jetzt ist aber ein bisschen gar dunkel. Das ist, na bitte, ein bisschen Licht brauchen wir schon. Nicht, dass der eine oder andere noch einschläft. Na, besser. Genau, ja, wen haben wir uns da ins Haus geholt und in welches Haus haben wir Sie da geholt? Vielleicht ganz grob, UTH Regensburg steht natürlich überall dran, und der Hackspace Binary Kitchen, da gibt es diverse Überschneidungen, ja, mit der UTH, ein Haufen Leute, die hier studiert haben oder auch an der Uni und so weiter. Das ist also, ich glaube, ein ganz gutes Verhältnis, soweit ich das beurteilen kann. Und der Herr Staute, wo ist er denn? Vorher war er gerade noch da. Ah, da ist er. Ist irgendwann bei mir im Büro aufgeschlagen, als Dekanin der Informatik war, und gesagt, können wir nicht, und wie wäre denn das eigentlich? Und meine erste Reaktion war: Herr Staute, Sie werden es bestätigen, war super, machen wir auf alle Fälle. Ja, coole Sache, finden wir eine Lösung. Und tatsächlich bin ich heute
Gastgeber und Gast gleichermaßen. Ja, das muss man wirklich sagen. Also Gastgeber natürlich aus der Verantwortung für die Hochschule heraus. Meine Verantwortungsbereiche sind die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit hier an der Hochschule. Und Gast, weil der Chaos Computer Club hier das ordentlich gemietet hat. Ja, das ist also, die Räume sind gemietet für die Veranstaltung. Insofern fühle ich mich auch als Gast. Die OTH Regensburg ist tatsächlich eine der größeren bayerischen ehemaligen Fachhochschulen. Die Fachhochschulen haben sich ja umbenannt. Erstmal in Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dann ein Teil davon in technische Hochschulen nach dem Ausschreibungswettbewerb. Wir sind also technische Hochschulen, sind aber eigentlich im Vollsortiment. Ja, und das macht es ganz spannend. Vollsortiment heißt, wir haben typische ingenieurswissenschaftliche Fakultäten, wir haben die Informatik, wir haben die Mathematik, wir haben aber auch Architektur- und Bauingenieure und wir haben auch Sozialarbeiter, Betriebswirte und Mikrosystemtechniker. Ja, also das geht so ein ganz breites Spektrum. Wieso macht es das spannend? Das macht es ganz einfach deswegen spannend, weil wir jetzt gerade eine Phase haben, in der wir praktisch alle Disziplinen digitalisieren. Ja. Werden Sie jetzt natürlich sagen, ja, das machen wir schon seit 30 Jahren. Ja, mache ich auch schon seit 30 Jahren. Das stimmt schon alles. Aber das wächst jetzt gerade in die aktiven Anwendungen in ganz viele Bereiche rein. Und das macht's tatsächlich interessant. Insgesamt haben wir hier so 11.000 Studierende etwa, ganz überwiegend aus der Region. Und die Informatik und die Mathematik alleine stellt etwa 1900 davon. Ja, das heißt, das ist eine gewachsene Informatikfakultät, war die erste an Fachhochschulen in Bayern. Das heißt, wir feiern jetzt gerade 50-jähriges Jubiläum, also seit 73, 74. Und da wird sogar den einen oder anderen hier im Raum die Erinnerung knapp, sich an diese Zeit zu erinnern. Sie sehen also, Sie sind hier in einem Raum oder an einer Hochschule, in der die Informatik, in der die Digitalisierung auch eine lange Geschichte hat. Und insofern hoffe ich, dass Sie sich ganz wohlfühlen. Ja. Ja, zum Thema, wen holen wir uns ins Haus? Das ist vielleicht noch mehr spannend vor dem Hintergrund, dass tatsächlich mein eigenes Berufungsgebiet die IT-Sicherheit ist. Also ich unterrichte im Bachelor IT-Sicherheit und im Master sicheres Programmieren. Und die ein oder anderen haben da auch schon das Vergnügen gehabt, meine Vorlesungen zu lauschen, mit unterschiedlicher Begeisterung wahrscheinlich. Aber ich gebe mir zumindest täglich Mühe. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich damit beschäftige, sondern im Endeffekt seit Mitte der 90er Jahre. Ja, das heißt, ich habe schon ein paar Entwicklungen auch mitbekommen und mitgesehen. Und bei der Frage, wen holen wir uns da ins Haus, ist tatsächlich, ich muss ein bisschen breiter ausholen, ich habe eine wirklich unglaublich große Wertschätzung für das, was Sie tun und für das, was Sie auch an gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ja, wenn wir uns fragen, wie wirkt Digitalisierung in die Gesellschaft, wie verändern sich Gesellschaften durch Digitalisierung, insbesondere wie verändert ein Mangel an informationeller Selbstbestimmung und ein Übermaß an Überwachung eine Gesellschaft, dann wissen wir, dass das eine totale Deformierung für die Gesellschaft ist. Das heißt, was Sie tun, im Wesentlichen, mit Sicherheit nicht jeder Einzelne, und ja, Mist gibt es überall, aber was Sie im Wesentlichen tun, ist aus meiner Sicht ein stabilisierender Faktor für eine freiheitliche Demokratie. Das ist, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, ich gebe es zu, aber im Wesentlichen sehe ich das tatsächlich so. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass es Gruppen gibt wie Sie, die sich Gedanken machen zum Thema informationelle Selbstbestimmung, ich nenne es mal Überwachung, welche Sicherheitslücken haben eigentlich Systeme, wie funktioniert das Ganze alles. Das heißt, ich bin froh, dass wir Sie im Haus haben, unterm Strich gesagt. Ja? Und bei der Frage, wen holen wir uns ins Haus, würde ich... Danke. Ich habe jetzt dem Schreiber dieser E-Mail jetzt nicht die ganze Gesellschaftstheorie geantwortet. Können Sie sich vorstellen? Ich habe aber immerhin geantwortet, dass wir die Leute, die hier sind, sehr gut kennen, seit langem hervorragende Beziehungen haben und ich überhaupt keinen Zweifel daran habe, dass das vernünftig funktionieren wird. Das muss man vielleicht sagen. So viel mal vorneweg und zur OTH. Ich möchte aber auch noch ein paar Gedanken zur IT-Sicherheit mit Ihnen teilen, in der Hoffnung, wenn Sie es anders sehen, widersprechen Sie. Ja, völlig okay, weil die IT-Sicherheitsforscher sich
und nicht nur die Forscher, auch alle damit konfrontiert sind, dass wahrscheinlich kaum einer hier im Raum sagen würde, boah, die Sicherheitslage ist aber jetzt viel besser wie vor 30 Jahren. Die alte Sicherheitslage. Oder wird das irgendjemand sagen, viel, viel besser? Sie haben gerade so gemacht, was richtig ist, die Dinge, die es vor 30 Jahren schon gab, sind heute wahrscheinlich besser abgesichert, als es vor 30 Jahren waren. Das glaube ich, kann man schon sagen. Ja, und das macht spannend, weil das legt gleich den Kern drauf, was wir hier nämlich haben. Weil auf der einen Seite könnte man daraus ableiten, dass wir eigentlich seit 30 Jahren scheitern oder seit 40 Jahren scheitern damit, die ganzen Dinge sicherer zu machen oder vernünftige Technologie zu entwickeln, die von vornherein schon sicher ist. Und das ist auf der einen Seite total richtig. Ja. Also so gesehen scheitern wir. Sollte man, wenn man 30 Jahre lang scheitert, nicht irgendwann die Arbeit einstellen und sagen, ich mache was anderes, könnte man sich auch überlegen. Das wäre genau die falsche Schlussfolgerung, weil was wir sehen, ist, dass die Dinge, die wir machen in der Sicherheitsforschung, in der Weiterentwicklung, ich behaupte jetzt mal, in den Dingen, die wir auch so tagtäglich an den Hochschulen tun, tatsächlich einen Effekt haben und die Dinge besser machen. Wieso wird die Sicherheitslage trotzdem nicht besser? Ich glaube, der Grund ist Innovation. Das ist, und jetzt könnte man darüber traurig sein, ja, wäre so schön, ja, also wie man manchmal an den Hochschulen sagen, könnte so schön sein ohne Studierende, ja, es könnte in der IT-Sicherheit könnte so schön sein ohne Innovation. Ja, und das ist, aber das wollen wir nicht. Wenn ich da so rausschaue, in die verschiedenen Räume mit Hardware und was weiß ich was, sie sind ja alle Technologiefreunde unterm Strich. Ja, also ich glaube niemand, dass niemand hier ist, der sagt, boah, die Innovation stellen jetzt eine, aber früher war alles besser. Ja, das ist hier so, bevor es Computer gab und so hier, das waren noch Zeiten, ja, gab es keine Sicherheitslücken. Das war besser. Aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen die Innovation auf der einen Seite, wir wollen die Innovation besser machen und wir wollen oder sehen das natürlich als Sisyphus-Arbeit. Ja? Das wird nicht weniger. Das wird nicht weniger. Es wird unterm Strich wird's immer wieder neue Fragen geben. Und wir haben tatsächlich aktuell ein paar ganz große Dinge vor der Brust. Das muss man echt sehen. Eine Geschichte, die schon vielleicht nicht neu ist, aber in den letzten Jahren massiv ins Kontor schlägt, ist das ganze Thema Ubiquitous Computing, Internet of Things mit den billigsten Things, die es überhaupt irgendwo gibt, an allen Stellen, wo man es irgendwie verteilen kann. Ja, das heißt, wir pfropfen unsere ganze Umwelt mit Sensoren voll. Und da kann man streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, ja, aber in jedem Fall ist es sicherheitsmäßig spannend, ja, wenn man Sensoren in die Gegend verteilt, wo der Austausch von Geräten billiger ist als ein Update. AliExpress. Bitte? Bitte? AliExpress. Genau. Ja, aber jetzt überlegen Sie mal, was das heißt. Wir predigen seit Jahren oder seit Jahrzehnten, Leute, datet euer Zeug ab. Ja. Hier. Überall machen Programmierer Fehler, das ist das Normalste von der Welt, also machen wir ein Update. Wunderbar. Ja? Was nützt es, wenn ein Update teurer ist, als das Gerät auszutauschen? Und wenn man Geräte irgendwo rumstellen, die deswegen überhaupt keine Möglichkeit haben? Spannende Frage. Ja? Geht in die Frage, wie identifiziere ich überhaupt Geräte und interessiert es jemanden, der jetzt ein Gerät für 50 Cent oder für 1 Euro einsetzen möchte? Ja? Werden wir heute nicht lösen können. Ein anderes Megathema, wo sich mit Sicherheit auch damit auseinandersetzen, ist die ganze KI-Geschichte. Ja, Sie wissen alle, die Überlegungen zur KI kommen ja aus den 50er Jahren im Wesentlichen. Wieso ist die ganze Zeit nichts geworden mit der KI? Naja, die Möglichkeiten waren einfach begrenzt. Ja. Speicher, Datenbank, Netzwerk, alles was also, Prozessor und so weiter, alles was man so braucht, es war einfach begrenzt, ja, das war so ein bisschen langweilig, ja, wenn man KI hat und dann kann man nichts Richtiges machen. So hat sich das verändert, jetzt kann man wirklich geiles Zeug machen mit KI, ja, muss man schon sagen. Was heißt das für die Sicherheit? Einerseits steigert KI in ganz vielen Bereichen den Automatisierungsgrad. Ja, Dinge, wo sonst jemand manuell nachdenken musste, kriegt er jetzt Unterstützung. Auf allen Seiten. Ja? In der IT-Sicherheit, auf Seiten des Angreifers, aber auch auf Seiten des Verteidigers. Ja? Es verändert dieses Spiel. Und was passiert im Wesentlichen? Dieses Spiel wird dramatisch beschleunigt.
Ja, in jeglicher Hinsicht. Das ist ein Zeitargument, was da passiert. Wie überall, wenn ich Automatisierungsgrad ändere, verändere ich die Zeitskala. Ja, Dinge, wo man in der Vergangenheit vielleicht noch beim laufenden Angriff Zeit hatte, manuell zu reagieren und irgendwas zu machen, das kann man vergessen. Ja, das ist vorbei. Ja, das ist, man muss die Reaktion auf Angriffe genauso automatisieren und muss hoffen, dass die eigene KI besser ist als die der Angreifer. Ich kann mich erinnern an so eine E-Mail-Signatur, ich weiß gar nicht, wo das her ist, habe ich auch irgendwie vor 30 Jahren mal gelesen. We have computers that can beat your computers. Und wahrscheinlich fallen wir da ja, darauf jetzt wieder genau zurück. Ja? We have artificial intelligence that can beat your artificial intelligence. Das wäre schön. Gleichzeitig haben wir diese Verkürzung der Zeitskala und wir kriegen durch den Einsatz von KI-Technologien zusätzliche Schwachstellen, die wir bisher in der Art und Weise nicht kannten. Ja? Nehmen Sie das Beispiel von diesen Adversarial Settings. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Ja? Das heißt im Wesentlichen, ich versuche Klassifizierungsmechanismen durch eine einfache Modifikation der Ausgangsdaten, die vielleicht ein menschlicher Betrachter nicht merken könnte, aber die Maschine falsch interpretieren könnte, eine zusätzliche Schwachstelle ins System zu bringen. Gibt es wunderbare Beispiele mit Kennzeichenerkennungen beim autonomen Fahren. Ja. Das ist so eine Geschichte. Könnte man auf andere Bereiche auch noch anwenden. Das heißt, wenn ich Ausgangsdaten gegebenenfalls nur minimal modifizieren kann, sodass das kein Mensch bemerkt, kann ich unter Umständen die ganze KI auf die, aufs Kreuz legen. Ja, eine völlig neue Klasse von Schwachstellen und von Problemen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, so viel zur KI. Wie viele Minuten habe ich noch? Ah, 30 Sekunden. Komme ich noch zum letzten Thema? Nein, keine Sorge. Also ich überziehe vielleicht eine Minute. Okay. Und zwar was wir jetzt sehen, wir beschäftigen uns in der Informatik seit es ernsthaft gibt, ja, mit Turing-Maschinen, ganz häufig mit deterministischen Turing-Maschinen, weil das die einzigen sind, die wir wirklich bauen können. Ja, und seit den 80er Jahren merken wir aber auch, hey, so ein Quantencomputer wäre doch auch geil. Ja, ist keine Turing-Maschine. Blöde Geschichte. Ja, was stellen wir fest, wenn wir, das ist meine 30 Sekunden. Was stellen wir fest? Wir beurteilen ja Sicherheit, gerade in der Verschlüsselung, häufig nach Komplexität von Problemen. Ja, die Informatiker kennen das aus der theoretischen Informatik mit den Komplexitätsklassen und so weiter und dann versucht man rauszukriegen, wie schwierig ist was. Und eigentlich reicht es mir immer, wenn ein Angreifer sagen kann, ich kann das zwar vielleicht angreifen, aber es dauert zu lang. Ja, das ist ja die ganze Idee von Passworten und so weiter, ja, und von Verschlüsselungsschlüssel und so weiter. Kann ich natürlich alles angreifen und ausprobieren, aber es dauert halt länger als das Universum gibt, deswegen macht das keinen Spaß. Ja, und das liegt, warum dauert so lange? Das liegt an den Komplexitätsklassen, beziehungsweise, also die Komplexitätsklassen geben formalen Rahmen dafür. Jetzt kommen wir mit dem Quantencomputer und stellen fest, oh, da sind die Komplexitätsklassen völlig anders. Ja, und Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit schwierig waren, werden mit dem Quantencomputer ganz einfach. Da gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele Beispiele, aber allein das Beispiel Faktorisierung reicht schon aus, um beispielsweise RSA aufs Kreuz zu legen. Ja, Glück genug. Ja, das ist die Frage, jetzt haben wir Glück, wir haben es gemerkt, aber wir haben noch keine Lösung. Beziehungsweise die Lösung heißt, wir brauchen andere Verschlüsselungsmechanismen, die davon nicht abhängig sind. Postquantenverschlüsselung, ja, beispielsweise. Und da müssen wir uns darauf einstellen, oder müssen Sie sich darauf einstellen, dass wir in eine ruppige Phase geraten. Ja, wer sich hier an die 80er und 90er erinnert, was wir da für eine ruppige Phase mit Verschlüsselungsalgorithmen hatten. Ja, die Lebenszeit und so, und dann gab es einen Angriff und so weiter. Schrecklicher Fall. Darauf müssen wir uns einstellen. Das macht ein Riesenfeld für die theoretische Informatik und für die ganze Verschlüsselungsdinge auf. Und damit komme ich auch zum Schluss und sage es nochmal, ich freue mich riesig, dass Sie hier sind und wünsche Ihnen eine schöne Konferenz. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für diesen einführenden Vortrag und vor allem auch für die Einführung dazu, wo wir uns hier befinden und wie das vielleicht zu diesem Event passt. Und ich komme jetzt ein bisschen zu den etwas administrativen Informationen, zum Housekeeping. Und ich habe ja gerade schon gemeint, die Binary Kitchen ist ein bisschen schuld daran, dass jetzt viele von euch vielleicht auch zum allerersten Mal nach Regensburg kommen mussten. Wer von euch ist denn zum allerersten Mal in dieser Stadt? Hebt einfach mal die Hände hoch, das sind aber schon ein paar. Wer ist denn zum allerersten Mal? Na, Timo.
Wer ist denn zum allerersten Mal zumindest hier oben an der OTH bzw. am Unigelände? Das sind doch auch nicht ganz so viel. Die Überschneidung ist ganz relativ hoch. Wer ist denn zum allerersten Mal auf einer Easter Hack? Oh, da gehen aber viele Hände hoch. Sehr schön. Das freut mich für euch besonders, weil ich glaube, ihr werdet die nächsten Tage besonders genießen. Vielleicht noch als letzte Frage, für wen ist es dann sogar das allererste Chaos-Event? Oh ja, da gehen doch auch noch einige Hände hoch. Also wir haben durchaus ein paar Leute dabei, die auch eine Anreise hinter sich gebracht haben und für die das nicht nur das erste Chaos-Event und die erste Easter Hack ist, sondern vielleicht sogar der erste Kontakt überhaupt mit der Chaos-Community und der Chaos-Familie. Genau. Für diejenigen, die jetzt ganz neu in Regensburg sind, zum allerersten Mal hier und auch an der OTH das erste Mal, ganz kurz bloß ein paar administrative Informationen dazu. Ihr habt es ja anscheinend alle erfolgreich geschafft, hierher zu finden. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Ich denke, viele von euch sind entweder mit dem Auto oder mit dem Zug angereist. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, der Bahnhof ist nicht so super weit entfernt. Man läuft so 15 bis 20 Minuten. Es gibt aber auch einen Bus, der regelmäßig hoch und runter fährt. Das sind mehrere Linien, die Haltestelle ist direkt vor der Tür. Parken könnt ihr direkt neben der OTH. Den Parkplatz habt ihr wahrscheinlich auch schon gefunden, wenn ihr mit dem Auto da seid. Das heißt, der Weg ist auch nicht weit. Essen und Supermärkte in der Nähe. Heute natürlich am Feiertag ein bisschen schwierig. Es gibt allerdings am Bahnhof einen Edeka, der hat auch bis 24 Uhr offen. Also wenn es irgendwie ganz doll pressieren sollte, dann könnt ihr nochmal runterlaufen zum Bahnhof und könnt euch da nochmal was besorgen. Morgen ist Samstag, da ist ganz normal Öffnungszeit. Beachtet aber bitte, dass wir uns hier in Bayern befinden und da die Ladenöffnungszeiten bloß bis 20 Uhr sind. Das schockiert mich auch immer. Ich arbeite in einem anderen Bundesland, als ich hier jetzt lebe. Von daher, das muss ich mir auch mal wieder dran gewöhnen, dass um 20 Uhr alles zumacht. Genau, bezüglich Essen habt ihr den Weg runter, also wir befinden uns am sogenannten Galgenberg, nicht ohne Grund, denn hier, wo die Uni steht, waren früher tatsächlich die Galgen aufgestellt. Also für diejenigen, die sich vielleicht auch für die Hackertour eingetragen haben mit der Stadtführung, die werden da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu hören. Ansonsten lest es euch einfach mal durch, also hier wurden früher die Leute gehangen. Aber den Galgenberg runter zum Bahnhof befinden sich ein paar Gastronomien, unter anderem auch ein bayerisches Gasthaus mit Biergarten. Ich weiß gar nicht, ob die schon aufgebaut sind, aber da kriegt man gut bürgerliches Essen. Ansonsten, die Altstadt ist auch nicht so weit weg, also Regensburg ist tatsächlich nicht so groß und da habt ihr dann im Prinzip die ganze Bandbreite. Ihr habt ansonsten auch hier, das habt ihr vielleicht schon gesehen, draußen Foodstände, die werden jetzt die nächsten Tage auch da sein. Das heißt, da kriegt ihr dann auch noch mal was zu essen. Und zum ewigen Frühstück sage ich gleich noch kurz was. So. In die andere Richtung, Richtung Autobahn, findet sich nicht mehr so viel. Da gibt es dann auch noch mal ein Aldi, ein Lidl. Aber Richtung Bahnhof, da findet ihr eigentlich immer sofort irgendwas zu essen. Okay. Vielleicht auf dem Event die wichtigsten Informationen bzw. die wichtigsten Seiten, die ihr kennen solltet. Einmal ist das natürlich der Lageplan. Es gibt das C3 NAV, die haben auch eine App, die könnte inzwischen, denke ich, auch funktionieren. Ich bin nicht ganz up to date, aber schaut einfach mal bei denen auf der Seite nach. Da schauen wir auch gleich nochmal auf den Plan rauf, damit ihr euch ungefähr orientieren könnt. Es gibt ein Wiki und alle Informationen, die ich euch jetzt gebe, die stehen dort auch nochmal aufgeschrieben. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht merken, was ich euch erzähle, sondern schaut im Zweifelsfall einfach rein. Wenn da was fehlen sollte, da kann man auch nochmal Sachen mit eintragen lassen. Genau, der Fahrplan, ganz wichtig, weil die Easter Hack ist ja jetzt nicht nur ein Event, wo man hinkommt, wo man sich zusammensetzt und irgendwas isst, sondern es gibt auch ein sehr ernsthaftes Vortrags- und Workshop-Programm, das dem Charakter der stillen Feiertage durchaus entspricht. Genau. Was da alles stattfindet, das findet ihr im Fahrplan. Da gibt es auch eine App dazu. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die Beiträge eingereicht haben und das Programm die nächsten Tage mitgestalten werden. Und wenn wir schon beim Thema das Programm gestalten sind,
Für all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal da sind, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, was einzureichen oder die vielleicht nicht die richtige Idee hatten, die aber trotzdem sich am Event beteiligen wollen. Schaut doch mal ins Engel-System rein. Denn Engeln ist sozusagen die Möglichkeit, wie ihr selbst schon mit den kleinsten Tätigkeiten das Event mitgestalten könnt, wie ihr mithelfen könnt, wie ihr sozusagen auch dem Organisationsteam unter die Arme greifen könnt, um einfach allen ein paar schöne Tage zu machen. Ihr könnt euch da einfach anmelden. Es gibt verschiedene Schichten. Das fängt an von relativ einfachen Sachen, wie mal eine Türschicht machen, in der Küche aushelfen, oder ihr könnt euch auch spezielle Engelschichten raussuchen, wo ihr dann gegebenenfalls nochmal eine Einführung braucht. Also dieses Jahr vielleicht nochmal ganz neu ist die Rabbit Prototyping Area, wo ihr dann unter anderem die Maschinen mit betreuen könnt. Und falls ihr spontane Ideen habt oder Lust habt, doch noch euer Wissen unter die Menschen zu bringen, dann überlegt euch doch, ob ihr Lust habt, eine Self-Organized Session noch mit anzumelden. Das könnt ihr auch im Wiki machen. Und genau, es sind schon ein paar eingetragen, habe ich gesehen. Es gibt da einen speziellen Raum für. Aber ich denke, da sind noch einige Slots frei. So. Wir befinden uns aktuell im wunderschönen Raum Walhacker, der Ruhmeshalle. Ihr könnt zu den Räumen, wie die benannt sind, auch nochmal im Wiki genauer durchlesen, was sozusagen die Geschichte ist zu Walhacker. Es gibt in Regensburg in der Nähe die sogenannte Walhalla. Ist sehr schön dort, hat eine wunderschöne Aussicht auf die Donau. Man kann da sehr schön wandern gehen. In diesem Fall ehren wir hier die Hackerinnen und Hacker. Wir haben oben im Gebäude, tragt jetzt, wo wir hier sind, die beiden Vortragsräume nebeneinander. Jetzt muss ich überlegen, Walhacker und Bit. Der Bismarckplatz, genau. Also wer eine Tour durch Regensburg macht, wird feststellen, es gibt in Regensburg auch den Bismarckplatz. Im Bismarckplatz werden aber den Bits und Bytes oder vielleicht auch den Steckbits gehuldigt. Genau. Ansonsten finden viele Sachen auch unten im K-Gebäude statt. Also ihr seid ja vielleicht auch gerade eben den Gang nach unten einfach durchgegangen. Wir haben einerseits die Küche mit dem ewigen Frühstück. Der Merch wird irgendwann daneben ausgegeben werden. Wir haben den Kidspace. Wir haben die Hardware-Hagging-Area, wer da noch nicht drin war. Genau, dort kann man löten. Wir haben den neuen Laser der Binary Kitchen mitgebracht. Dort könnt ihr Sachen gravieren lassen. Wir haben die Stickmaschine dabei. Die Erlanger haben ihre Stickmaschine dabei. Das heißt, da kann man wirklich auch prototypen, bis es anfängt zu rauchen. Aber möglichst nicht so, dass der Alarm losgeht. Genau, wer mal eine Pause braucht, der kann sich hier hinten im Quiet Room einfach in Ruhe hinsetzen. Der Himmel für alle Engel, ganz wichtig. Dort bekommt ihr Informationen zu euren Schichten. Dort könnt ihr euch einfach mal hinsetzen. Dort könnt ihr euch Informationen holen oder einfach nur mal ein Wasser. Der Himmel befindet sich hier unten. Die Workshop-Räume finden sich hier. Und ansonsten habt ihr sehr viele Möglichkeiten, wo ihr euch einfach hinsetzen könnt, wo ihr eure Sachen abstellen könnt, wo ihr vielleicht auch an eigenen Projekten nochmal arbeiten könnt. Genau, ganz zentral, wenn ihr mal nicht weiter wisst oder wenn ihr beispielsweise irgendwas verliert oder wenn ihr etwas findet, von dem ihr nicht wisst, wo es hingehört, dann ist der Infodesk eure Anlaufstelle. Das heißt, da findet ihr alle Informationen. Dort befindet sich das Lost and Found. Genau. Eine Information würde ich gerne noch weitergeben, und zwar, falls ihr Raucher oder Raucherin seid, bitte raucht nicht direkt an den Eingängen und nicht an den Übergängen, sondern geht ein Stück vom Gebäude weg, sodass ihr möglichst nicht die Leute dazu zwingt, dass sie durch die Rauchschwaden durchlaufen müssen. Genau. Aber mehr Informationen zu den anderen Räumen findet ihr auch noch im C3NAV. Ganz wichtig auf Chaosveranstaltungen ist natürlich die 6-2-1-Regel. Und für diejenigen von euch, die jetzt zum ersten Mal hören, bitte denkt in den nächsten Tagen dran, mindestens 6 Stunden zu schlafen, 2 vernünftige Mahlzeiten zu euch zu nehmen und natürlich einmal zu duschen.
Und es soll auch relativ warm werden die nächsten Tage. Das ist einerseits sehr schön. Wir werden, glaube ich, eine gute Zeit hier haben. Aber vergesst bitte nicht, auch ausreichend Wasser zu trinken. Wir haben ein paar Wasserstellen. Es gibt aber auch so Wasser zu kaufen. Und wie gesagt, für die Engel und Helfer gibt es auch Helferwasser. Okay. Vielleicht noch ein Service-Announcement. Wir werden eine Stunde verlieren. und zwar von Samstag auf Sonntagnacht müssen wir die Zeit umstellen. Denkt einfach dran. Es wird dann im Zweifelsfall nicht dran liegen, dass dann der ruhige Feiertag vorbei ist und die Party endlich losgehen kann, sondern wir müssen einfach die Uhr einmal vorstellen. Ja, wir sind hier um kein Wortspiel verlegen, also haut sie alle raus, haut sie einfach alle raus. Ob mit Ei, mit Eck oder wie auch immer, genau, der Spruch, be excellent to each other, ist so ein bisschen das Motto der Chaos-Events. Achtet aufeinander, seid fair zueinander, seid aber auch nett zu den Gebäuden. Wir wollen sie gern wieder so verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Genau, wir werden noch das ein oder andere Feature hinterlassen. Genau. Vor allem, genau, wenn ihr beispielsweise euch am ewigen Frühstück bedient, dann seid doch so lieb, bringt beispielsweise das Geschirr wieder zurück, damit die Engel nicht rumlaufen müssen und alles einsammeln müssen. Okay. Dann noch ein kleines Service-Announcement. Es werden noch Teams gesucht. Heute Abend findet eine sehr ernsthafte Veranstaltung statt. Die sind hackzuck und ihr habt noch die Möglichkeit, euch mit Fünfer-Teams dort anzumelden und einen Pokal, mindestens einen Pokal zu gewinnen. Zwei Pokale zu gewinnen. Genau. Also überlegt euch doch, ob ihr Lust habt, heute Abend an der Veranstaltung teilzunehmen. Und dann würde ich, bevor ich dann gleich auch zum Ende komme, noch mal ganz kurz, ja, vielleicht was dazu sagen, warum sind wir jetzt eigentlich genau hier? Und ich habe mich gar nicht vorgestellt am Anfang. Ich bin übrigens Sandra oder auch Cäsar. Ich bin aktuell erster Vorstand von der Binary Kitchen und ich muss sagen, das ist ein ziemlich, ziemlich cooler Hackspace, den wir hier in Regensburg inzwischen haben. Der ist inzwischen 11 Jahre alt. Also wir haben letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Und meine erste Easter Hack war damals in Würzburg. Das war sehr nett. Und im Folgejahr, als wir in Wien waren, kam, glaube ich, spätestens so das erste Mal die Idee auf, eigentlich wäre es schon auch geil, hier in Regensburg mal irgendwie so ein Chaos-Event. Und ach ja, die Easter Hack, das wäre doch irgendwie so ganz nett. Und naja, dann ist sozusagen aus der Idee dann auch ein erster Antrag gewachsen, den wir dann 2020 eingereicht haben. Wollten, wie auch immer, wir hatten, glaube ich, auch schon alle relativ viel so Tickets uns für Hamburg damals geklickt, aber aus Gründen wurde die Veranstaltung dann etwas delayed. Hätte damals drei Kontrahenten gegeben, andere Spaces, andere Städte, die sich beworben hatten, die Easter Hack 21 auszurichten. Und aus bekannten Gründen musste dann auch die Jubiläums-Easter Hack sich ein bisschen verschieben. Die hat dann letztes Jahr in Hamburg stattgefunden. Und es gab dann letztes Jahr endlich auch wieder eine Ausschreibung für die Easter Hack 21. Und kurz vor knapp fiel dann ein, oh, wir wollten doch eigentlich auch mal diese Easter Hack ausrichten. Wir sollten vielleicht noch schnell, bevor jetzt die Deadline irgendwie rum ist, eine Bewerbung einreichen. Und waren schon so ein bisschen aufgeregt, so, jetzt müssen wir nach Hamburg fahren, irgendwie dann ist ja Regeltreffen, da wird entschieden, wo die Easter Hack hingeht. Und aber schon kurz nachdem die Deadline rum war, wurde verkündet, oh, herzlichen Glückwunsch, Regensburg richtet nächstes Jahr die Easter Hack aus. Es gab nur eine Bewerbung. (lacht)
Ungeschlagen, nein. Demokratisch gewählt, genau, stärkste Bewerber in dem Jahr. Nein, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich sehr, durchaus auch sehr, sehr stolz darauf bin, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es auch daran liegt, dass wir es einfach geschafft haben, trotz Pandemie immer noch eine aktive Community aufrechtzuerhalten, die dann selbst sozusagen im letzten Jahr dann schon auch gesagt hat, ja, nee, die Herausforderung nehmen wir an, so ein Event zu stemmen. Es hat sich dann auch relativ schnell eine Kernorganisationsteam, die Projektleitung gefunden, die gesagt hat, wir stellen uns hauptverantwortlich hin. Es hat sich dann direkt auch ein größeres Team drumherum gefunden. Also ihr seht jetzt mal so ein paar Namen aus dem Matrix-Channel von den Leuten, die sozusagen über die letzten Monate an dem Event mitorganisiert haben. Und man muss sagen, das ist wahrscheinlich nicht so ganz gewöhnlich, dass das doch ein relativ großes Team ist, die sich aber relativ gut miteinander verständigt haben, die sich organisiert haben. Ich meine, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das haben wir schon die letzten Jahre in Regensburg ganz gut gelernt, so Mailinglistendiskussionen und so weiter. Inzwischen haben wir, glaube ich, eine ganz gute Diskussionskultur gefunden. Aber es ist eben nicht nur auf dem Mist der Binary Kitchen gewachsen, sondern es ist durchaus auch ein überregionales Event. Denn wir haben durchaus auch Partner und Partnerinnen in anderen Städten hier rund um Regensburg, aus Nürnberg, aus Erlangen, Ulm, München, bis nach Wien, denen wir an dieser Stelle auch danken, dass sie sozusagen uns vertrauen, dass sie mit uns immer wieder gerne Events organisieren. Und genau, in dem Sinne, schließt euch den Leuten einfach an, meldet euch im Engelsystem an, helft dabei, dass es ein richtig cooler Easter Egg wird. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als lernt euch kennen die nächsten Tage, habt Spaß beim Hacken, habt Spaß beim Prototypen und habt einfach Spaß auf dieser Easter Hack. Vielen Dank.